Ja, wunderbar. Schönen Abend auch von meiner Seite. Ich möchte mit einem kleinen Zitat einsteigen. Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Wer weiß, wer das gesagt hat? Genau, und zwar der letzte deutsche Kaiser. Das finde ich dabei nur noch so eine ganz schöne Randnotiz, weil da sieht man eben, dass das, was vorübergehend war, dann doch nicht das Automobil war. Oder gut, auf lange Sicht weiß man es nicht, aber erstmal wurde der Kaiser abgeschafft und das Pferd. Insofern oft schwierig, die Zukunft da richtig einzuschätzen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit dem Namen Be Digital. Am Ende spätestens, manche werden es vielleicht vorher merken, gibt es nochmal die Auflösung, warum der so heißt. Viele Mittelständler haben Unternehmen aufgebaut mit langer Tradition. Und Tradition ist ja auch erstmal etwas Gutes. Das heißt, man hat so eine relativ lange Zeit überstanden. Man hat vielleicht auch mal so ein Tief gehabt. Dann ging es aber auch wieder hoch. Man ist klassischerweise oft auch gestärkt aus so einer Schwächephase dann wieder hervorgegangen. Aber traditionelles Unternehmen tut sich oft auch ein Stück weit schwer mit Veränderungen. Auf der anderen Seite sind Veränderungen das, was überhaupt Tradition eigentlich erst ermöglicht. Also ein traditionelles Unternehmen kann eigentlich nur entstehen, indem es sich permanent anpasst. Und viele, wir haben jetzt gerade einige Wörter unter Startups gehört, viele Gründer, ich will jetzt mal Gründer sagen, nicht so auf Startups fokussieren, die Abgrenzung finde ich auch immer wieder ein bisschen schwierig, zumal es überall anders benutzt wird. Viele Gründer schaffen es ja auch nicht, die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre zu überleben, was ja gar nicht unbedingt heißt, dass sie nicht geeignet waren, aber vielleicht war die Idee doch nicht so gut oder zum falschen Zeitpunkt gekommen. Aber man sieht, das ist eine Herausforderung. Also ein traditionelles Unternehmen zu schaffen, was erstmal eine ganze Weile am Markt ist, ist nicht so einfach und ist kein Selbstläufer. Und jetzt sind viele Mittelständler, und wir haben ja gerade in Baden-Württemberg die Situation, dass viele Mittelständler existieren, dass viele Mittelständler auch eine lange Tradition haben, dass sie oft auch sogar Hidden Champions sind, also Weltmarktführer in dem Bereich, in ihrem speziellen Bereich, die aber gar nicht so groß bekannt sind, weil es eben ein sehr spezieller Bereich ist. Aber wir haben viele Mittelständler, die sind jetzt mit der Digitalisierung konfrontiert und sagen, naja, da kommen jetzt so ein paar Start-ups und machen dir irgendwie den Markt kaputt. Idealerweise noch so zwei 23-jährige Studienabbrecher, die meinen jetzt irgendwie ein Thema neu zu denken, digital zu denken und jetzt irgendwie muss ich mich dem jetzt anpassen. Ich mit meiner langen Tradition, mit dem, was ich geschaffen habe, vielleicht in zweiter, dritter, vierter Generation, 50, 60 Jahre oder auch 100, gibt es ja alles. Und da soll ich mich jetzt anpassen. Und das schwingt auch so ein bisschen mit, so eine, ja, man könnte jetzt sagen auch Arroganz, aber auf jeden Fall so ein Unverständnis darüber. Warum sollen wir jetzt denen hinterherlaufen? Und es kann doch gar nicht sein, dass wir als etabliertes Unternehmen uns jetzt sowas anpassen müssen. Und ich glaube, da steckt eine große Gefahr drin. Die Politik hat inzwischen auch sehr stark das Thema Digitalisierung erkannt. Digitale Revolution verändert weite Felder der Wirtschaft, der Infrastruktur und des persönlichen Lebens. Sie wälzt alles um, sagt Winfried Kretschmann, unser Ministerpräsident. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Und das zeigt aber auch nochmal, deswegen habe ich ihn auch als Zitat rausgesucht, dass es eben nicht nur was ist, was die junge Leute sehen und erkennen und betrifft, oder vielleicht die, die damit letztendlich auch ihr Geld verdienen. Das ist ja dann auch immer so ein Punkt, dass man sagt, naja, die verdienen damit ihr Geld. Natürlich predigen die das, dass man sich da anpassen muss. Nein, es wird auch deutlich darüber hinaus gesehen, dass das ein Thema ist, dem man sich stellen muss. Aber es hilft natürlich, mit dem ganzen Thema aufgewachsen zu sein. Ich habe 1997 meine erste Website gehabt, 3 Monate bevor ich einen Internetzugang zu Hause hatte, weil mich immer schon mehr interessiert hat, was kann ich da selber erschaffen. Nicht nur konsumieren. So 1991 hatte ich den ersten PC, 1994 ein bisschen Programmieren reingeschnuppert, aber so richtig war das dann nicht für mich. Und 2007 habe ich das erste Mal in einer Agentur gearbeitet, habe davor zweimal hinter eine Website gemacht, aber da sozusagen so richtig beruflich den Einstieg ins Digitale genommen. Und habe dann mit diesen Kenntnissen viel und früh angefangen, Unternehmen zu helfen, mit der Digitalisierung klarzukommen. Ganz unterschiedliche Bereiche, ob in Suchmaschinenoptimierung, mache da nach wie vor auch viele Workshops oder Social Media, habe da zum Beispiel die IHK so eine Schulung gemacht über 8 Tage hinweg, die Social Media Manager, die IHK-Zertifizierung, ganz, ganz viele Sachen, vor allem im Bereich Online-Beratung, Online-Marketing, aber auch manchmal übergreifend über Marketing hinaus. Und daraus entstand dann aber der Gedanke,
eigentlich Marketing, ja, das ist auch ganz schön und wichtig, da brauchen die dann eben auch Unterstützung. Gibt es aber inzwischen sehr viele Agenturen, aber auch Freelancer, die in dem Bereich das anbieten. Aber der Mittelstand insbesondere braucht darüber hinaus auch Unterstützung bei der Digitalisierung. Und da stellt sich nochmal die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Digitalisierung genau? Da gibt es ja auch, viele haben das Wort, fast jeder hat das Wort derzeit im Mund, aber es ist auch immer wieder was anderes dahinter. Viele denken erstmal an interne IT-Prozesse, so Automatisierung, aber jetzt in Form von Computern, in digital, ist natürlich auch ein Aspekt. Viele denken an Marketing, Kommunikation, wir haben die Website, wir haben Social Media und andere Kanäle. Also wir nutzen es für die Außenkommunikation, gerade auch als kleinere vielleicht, und sagen, wir können darüber viele Leute erreichen, was wir uns sonst gar nicht leisten könnten. Und wenn man das Ganze mal so ein Schema einordnet, wir haben hier unten die Kommunikation, oben Business, rechts extern, links intern. Dann kommt noch sowas dazu, was man Enterprise 2.0 auch nennt oder Social Intranet. Darüber habe ich nochmal eine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe gedacht, ja, das ist alles richtig und da brauchen die Unternehmen schon auch Unterstützung. Aber es fehlt was ganz Entscheidendes und das ist der Bereich Produkt- und Service-Innovation, also digitalisierte Produkte, digitale Produkte oder digitalisierte Produkte, zum Teil digitalisiert oder komplett. Ihr kennt alle E-Books. Ja, das ist eigentlich so das, man kann auch sagen, fast schon älteste Beispiel. Und bei Medien ist es auch leichter. Erst wurde nur der Vertrieb von so einem Buch digitalisiert, Stichwort Amazon, inzwischen haben sie den ganzen Handel aufgerollt. Und dann wurden Bücher digital. Dann konnte man eins zu eins, was man vorher auf Papier hatte, digital benutzen. Das ist natürlich schon der erste Schritt einer Digitalisierung eines Produkts. Ja, das kannst du überall mitnehmen. Und kann es auf verschiedenen Geräten lesen, es kann nicht verknicken und so weiter. Das Produkt wird aber auch weiterentwickelt. Inzwischen gibt es E-Books, wo man zum Beispiel diskutieren kann über bestimmte Stellen, welche sind die besten Stellen, was hat mich am meisten interessiert, Fragen stellen kann den Autoren und so weiter, so Social Books. Und da sieht man, digitale Produkte bieten einige Vorteile. Und wenn man sich mal anguckt, was macht jetzt digitale Produkte so besonders, wir haben einmal diese Produktentwicklung, also das ist, ich stelle das Produkt her, digital, ich habe vor allem Fixkosten. Und letzten Endes ist es eigentlich egal, wie viele Leute das benutzen. Die Kosten sind mehr oder weniger gleich. Natürlich, wenn es extreme Stufen nimmt, ja, also wenn es mehr als 1.000 sind, und dann habe ich irgendwie 100.000 oder 1.000.000, das gibt schon Stufen, da brauche ich dann vielleicht mehr Rechenpower, brauche ein Rechenzentrum, brauche einen besseren Server. Aber grundsätzlich ist es erstmal was, wo ich einmal investiere, natürlich muss die Software weiter verbessern, aber es sind Fixkosten, die hängen nicht vom User ab. Das heißt, ich verdiene eigentlich dann am meisten, und damit sind wir beim Erlösmodell, wenn ich dieses Produkt nicht für 10 Leute anbiete, sondern wenn ich möglichst 100.000 oder 1.000.000 Leute erreiche. Und das erreiche ich oft eben darüber, dass ich entweder einen sehr niedrigen Preis anbiete, also wer hier im Raum hat WhatsApp installiert oder schon mal installiert, der sind trotzdem noch 90%. Und ihr habt 89 Cent in der Regel, nicht alle, aber in der Regel dafür gezahlt. Und dieses Unternehmen hat 900 Millionen Nutzer. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Modelle. Aber in der Regel 89 Cent bezahlt, 900 Millionen Nutzer. So macht das natürlich ökonomisch auch Spaß. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir nehmen 8,90 Euro dafür, wo wir uns vielleicht viele sagen, ja, vom Nutzen her kommt es noch hin, im Nachhinein jedenfalls, hätten die nie so viele Nutzer erreicht und hätten auch nicht so viel Geld verdient, weil der Preis so hoch gewesen wäre. Und das ist das Spannende an digitalen Produkten. Ich kann und sollte eine ganz andere Preisstrategie fahren. Das haben die Verlage, glaube ich, auch bis heute nicht wirklich verstanden. Weil wenn ich einen Artikel irgendwo online lesen will, zahle ich ganz schnell 50 Cent, während das gesamte Heft im Print irgendwie 2 oder 3 Euro kostet. Und sie verstehen nicht, dass wenn sie das für 10 oder 20 Cent anbieten würden, das viel, viel mehr Leute lesen würden und sie letzten Endes die gleichen Kosten haben. Das heißt, sie eigentlich viel mehr verdienen würden. Wenn man das ganze Modell auf die Spitze treibt, ist man bei einer Flatrate. Und so gibt es inzwischen bei E-Books zum Beispiel auch Leseplattforms. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, das ist mit physischen Büchern völlig undenkbar. Das geht gar nicht. Man kann die Bücher nicht mehr hin und her schicken, allein dadurch entstehen ja schon neue Kosten. Sie sind ja auch nicht permanent verfügbar. Bei den E-Books funktioniert das. Und das ist für den Mittelstand natürlich ein Stück weit eine Gefahr, weil eben andere aufkommen, die ihre Themen auf diese Art und Weise aufgreifen. Kommt letztendlich in jeder Branche in anderer Geschwindigkeit und in anderer Form und in anderer Intensität.
weil das natürlich manche Branchen, wie jetzt gerade die Medienbranche, viel stärker betrifft, bei Film und Musik, kennt ihr es alle auch. Aber es kommt eben überall und letzten Endes ist das einerseits die Gefahr und andererseits auch die Lösung. Weil letzten Endes heißt es, der Mittelstand muss selber eben gucken, dass er auch so etwas entwickelt, dass er selber guckt, wie kann meine Branche digital funktionieren, was kann es für digitale Produkte in meiner Branche geben. Und dabei helfen wir, Martin ist heute auch dabei, wir machen da zum Beispiel Innovationsworkshops mit den Kunden, wir bringen digitales Know-how ein und entwickeln gemeinsam mit dem Know-how der Kunden, weil sie kennen ihre Branche am besten, ihre Kunden am besten, gemeinsam dann digitale Produkte oder auch digitale Dienstleistungen für ihre Branche, damit sie die Chance haben, selber sowas am Markt anzubieten und nicht dann sagen eines Tages, huch, da ist jetzt irgendwie was gekommen, das hat irgendwie auf dem Schirm, ich wusste gar nicht, wie sowas geht und dann eben ein Problem haben, sondern das zu vermeiden, damit letzten Endes etablierten traditionellen Unternehmen auch zu helfen, weiter bestehen zu bleiben, auch Arbeitsplätze zu erhalten, vielleicht auch zu wachsen, das ist natürlich auch damit dann möglich. Gerade wenn ich es schaffe, so etwas richtig Skalierbares hinzukriegen, dann kann ich damit ja auch weit über meinen Markt, der vielleicht auch regional ist, weit über den Markt hinaus wachsen. Und deshalb am Ende noch ein Zitat von mir, ausnahmsweise mal, es geht nicht mehr weg, es wird aber immer mehr. Und viele denken, ich warte ja lieber ab, dann das geht vielleicht vorbei, aber ähnlich wie das mit dem Automobil war, das eben nicht vorbeiging, jedenfalls bis heute nicht, wo sich auch nur die Form verändert, ist es hier eben sehr riskant, auf das Pferd zu setzen. Und Tradition zählt, hatte ich am Anfang gesagt, das heißt aber eben auch, ich muss das Feuer bewahren, die Flamme bewahren und nicht die Asche hüten. Und deshalb eben sagen, wir müssen diese Zeiten hier nutzen, um was Besseres zu machen, weil es bedeutet ja auch eine Verantwortung, so ein Unternehmen zu haben, muss Arbeitsplätze erhalten und für die Mitarbeiter sorgen. Jetzt kommt die Fragerunde. Ja, jetzt bin ich gespannt. Habt ihr es alle verstanden? Achso, ihr sollt fragen. Ich habe den letzten Satz nicht gehört. Deswegen die Hauptbotschaft, werdet digital. Okay. Also passt euch eben selber an und wartet darauf, dass es irgendwie weggeht und an euch vorbeigeht und die eigene Branche nicht betrifft.